Der nachfolgende Film wird Ihnen präsentiert von Fischer und Söhne, Ihrem Entsorgungsfachbetrieb in Bochum. Die eine wartet darauf, dass es endlich losgeht. Die andere ist hochkonzentriert. Alle zusammen bilden sie die Mini-Abteilung des Fanfarenkorps Blau-Weiß Bochum-Weidmar. Die passen farblich so schön zum Auftakt des Maischützenfestes 2015. Und das Bochumer Jungenlied können sie auch. Richtig sonnig war es auf dem Boulevard. Viele Zuschauer, WDR-Kameras, Tradition und natürlich ganz viel Blau-Weiß. Und viel Musik. Der Fanfarenzug aus Harpen. Oben auf der Bühne die Uniformträger und der Junggesellenhauptmann. Der, so ist der Brauch, den Grafen Engelbert um das Legat bittet, den berühmten Baum aus dem Harpener Bockholz zu holen. Erhält er das Legat, was natürlich passiert, ist das Bochumer Maiabendfest eröffnet. Insofern überwacht ganz Blau-Weiß diesen förmlichen Akt. Auch diese Herren hier von der Bochumer Bürgergilde. Eine besondere Gruppe der Maischützen, die sich von der Maiabendgesellschaft ein bisschen abgrenzt, auch optisch. Wir fühlen uns nicht als smarte Jungs, sondern wir wollen uns ganz bewusst abgrenzen von den übrigen Maischützenkompanien, weil wir der Meinung sind, dass uniformähnliche Aufmachungen in der heutigen Zeit einfach nichts mehr zu suchen haben. Das sind sie, die Jungs von der Bochumer Bürgergilde. Die Modernisierer mit festen Vorstellungen, wie das Bochumer Maiabendfest in Zukunft aussehen könnte. Man hat keinen Streit mit dem Vorstand, hier begrüßt gerade der Vorsitzende Karl-Heinz Böke die Bürgergilde. Aber man hat andere Vorstellungen. Keine Uniform, trotzdem Maischützen. Die Bochumer Bürgergilde ist 2006 aus der Maiabendgesellschaft selbst hervorgegangen, mit der Absicht, dieses Fest als Stadtfest zu feiern und nicht, wie es damals üblich war, lediglich als Marsch von Harpen nach Bochum. Apropos Marsch, leider kein blau-weißer Himmel an diesem Samstag im Jahr 2015. Gut, wer einen Helm auf hatte, wie Graf Engelbert. Leicht nieselig die Stimmung. Trotzdem gab es rund ums Revierpower-Stadion eine Neuheit. Der VfL wartete beim Rückmarsch auf seinen Einstieg. Auf dem Kirmesplatz an der Kastropper Straße gab es auch die Kontaktaufnahme mit der Bochumer Bürgergilde. Natürlich sind wir überall dabei. Wir wollen ja auch, wie alle übrigen, auch Spaß daran haben. Aber wir nehmen die Geschichte insofern sehr ernst, dass wir mit unseren Mitteln versuchen, auf die Maiabendgesellschaft bzw. die Führung der Maiabendgesellschaft Einfluss auszuüben, dass dieses Fest als das Stadtfest in Zukunft auch weiter gefeiert wird. Da laufen sie, die Modernisierer des Maiabendfestes und direkt daneben die Mannschaft des VfL Bochum. Zwei Neuerungen mit blau-weißer Zukunft.